Brückenbau und Barrieren beseitigen, Mr. Blind Life hier wieder mit deinem neuen Vlog, Teil 2. Gestern haben wir hier in dieser Sporthochschule übernachtet. Heute geht es dann weiter. Mit wem und was wir genau machen, erfahrt ihr dann in dem Video. Deswegen Intro ab, haut rein. Und falls wir schon die 5000 Follower erreicht haben, ich habe es in diesem Moment noch nicht erreicht. Deswegen nicht wundern, ich werde auf jeden Fall emotional abgehen und ja, keine Ahnung. Also, Plus weg, nächster Vlog geht dann in die Türkei. Ich bin hier in einem kleinen Raum und ihr seht vielleicht schön, zumindest die, die es sehen, ich bin komplett schon verkabelt. Ich habe nämlich schon jetzt die Studie mitgemacht. Ich wollte mich in dem Bereich darauf konzentrieren. Und jetzt möchte ich euch aber gerne die zwei Personen vorstellen, mit denen ich das Ganze realisiert habe. Wir werden uns ein paar Aufgaben angucken. Ich drehe mal die Kamera. Magst du dich mal kurz vorstellen? Hallo, ich bin Ingo Helmig. Ich arbeite an der Sporthochschule. Ich bin Juniorprofessor für die Sportmotorik. Und der Erdin ist glücklicherweise heute hier als Proband für eine Studie im Behindertensport, um herauszufinden, welche Marker man verwenden kann, um sportbedingte Gehirnerschütterungen besser diagnostizieren zu können. Und kurze Frage an dich. Wie habe ich mich gemacht? Sehr gut. Man muss tatsächlich zugeben, Erdin hat bisher eine der besten Balance-Leistungen gezeigt, die wir hier gesehen haben. Sehr cool. Also dazu gleich, aber wir haben hier noch jemanden hier. Hallo, ich bin die Julia Scheppmann. Ich studiere gerade an der Sporthochschule im Master Sport und Gesundheit und nebenbei arbeite ich noch in der Abteilung für Sportmotorik bei Ingo Helmig und helfe dann bei den Messungen immer aus, wenn wir Probanden wie Erdin da haben. Und du machst natürlich selber auch Sport, ne? Genau. Sehr gut, das ist wichtig. Ja. Das sind immer so meine Vorurteile, wenn Leute im Sportstudium, also die müssen ja Sport machen. Ja, wäre eine gute Voraussetzung dafür. Sehr gut. Also hier in der Sporthochschule sehr, sehr cool. Und jetzt guckt mal, Leute. Also wir sehen hier 1, 2, 3 Monitore. Gehe ich nochmal gleich drauf ein. Das sind alles meine Daten. Also die kann man auch sehen. Und wir haben hier einen Computer. Warte, magst du mal kurz dir diesen Computer mal zeigen? Mhm. Oder kann das mir jemand kurz erklären, was das ist? Genau. Wir können mal. Der Erdin trägt gerade ein Nahinfrarotspektroskopiegerät am Kopf. Wir können quasi, während er hier vor uns steht, seine Gehirnoxygenierung messen. Das heißt, seine Gehirnaktivität während einer relativ realistischen Situation, Bewegung und so weiter. Und es läuft tatsächlich auch da im Bildschirm seine Gehirnaktivität mit, die wir während der Balance, während Handbewegungen und so weiter messen und dadurch ein direktes Korrelat seiner Gehirnaktivität bekommen. Ja, das heißt, ich würde mal sagen, wir machen eine Beispielaufgabe, weil die Studie haben wir jetzt gemacht, aber um euch das zu demonstrieren, simulieren wir das nochmal und ich mache es für euch nochmal. Mann, bin ich nett. Okay, ich stehe jetzt hier vor der Messplatte. Vielleicht müssen wir mal kurz erklären. Also das ist einfach so eine Platte. Ingo, das ist so wie so ein Touchscreen oder sowas? Genau, das ist einfach eine Druckmessplatte und über seine Druckverhältnisse bekommen wir Daten über seine Körperschwankungen und können so objektiv seine Balancefähigkeit messen. Oh ja, also ich stelle mich mal drauf. Ich glaube, du müsstest mir doch mal sagen, ob ich richtig stehe. Also man kann es hier schon fühlen. Ein bisschen also weiter nach vorne die beiden Füße. So. Genau. So ist schon mal sehr gut. Dann die Hände in die Hüften. Genau. Dann können wir deine Balance überprüfen. So, das Gerät habe ich immer noch auf dem Rücken, auf dem Kopf habe ich auch die ganze Sensorik. Und jetzt mache ich einfach mal das, was Ingo sagt. Genau. Dann versuche einfach mal 10 Sekunden so ruhig wie möglich zu stehen. Und okay, wir messen gleichzeitig hier deine Körperschwankung. Ab jetzt. Jetzt könnt ihr sehen, hier die beiden Füße von Erdin, wie die über 10 Sekunden die Körperschwankung erfasst wird und wie sein Körper eben um seinen Punkt schwankt. Und jetzt hier drüben können wir gleichzeitig sehen, wie sein Gehirn dabei aktiviert ist, während er so versucht, so ruhig wie möglich zu stehen. Könnten wir auch noch sowas zeigen. Hier sehen wir auch sein Gehirn und die unterschiedlichen Kanäle, wie aktiv das gerade während der Balancefähigkeit ist. Ich
Genau, und ich stehe auf beiden Beinen aktuell. Und ich finde, also es geht am Anfang, aber ich merke schon, wenn man sich aktiv darauf konzentriert, dann fange ich auch irgendwann an, so ein bisschen zu schwanken. Und das geht auch ganz schön in die Waden, bei mir zumindest. Aber ich habe mich ja nicht so schlecht gemacht. Ja. Und dazu gibt es dann quasi auch verschiedene Übungen. Das heißt, dass verschiedene Geräusche abgespielt werden, dass ich quasi Dinge parallel mache. Also ich muss hier drauf stehen bleiben, hoffentlich, und muss dann auch gewisse Dinge sagen. Und das haben wir halt die ganze Zeit gemacht. Und ja, es ist auf jeden Fall interessant. Tut nicht weh, also auch die Elektroden, ne? Genau, Elektroden. Das tut halt nicht weh, das ist so wie ein bisschen bei der Smartwatch. Das sind so Lichtsensoren, die dann geschickt werden mit dem kleinen Rucksack hier. Ich komme mal vorsichtig runter. Und das ist eigentlich relativ entspannt. Und ja, also was man jetzt sagen kann, ist ganz gut, meintest du. Ja. Aber natürlich müssen die Daten ja im Großen und Ganzen ausgewertet werden. Und in dem Bereich Gehirnerschütterung bei Menschen mit Behinderung, also ich hatte jetzt keine Gehirnerschütterung, aber dass man da guckt, das heißt zum Beispiel, also wie ich es verstanden habe, ja, ich als Laie, wenn ich jetzt irgendwann eine Gehirnerschütterung kriegen sollte, durch irgendwas, könnten wir das Ganze nochmal machen? Genau. Die Idee wäre nochmal die Messung durchzuführen und gucken, ob sich irgendwas verändert hat und inwiefern es sich verändert hat. Und um damit zu evaluieren, können wir mit unseren Methoden sportbedingte Gehirnerschütterung nachweisen. Sehen wir Veränderungen, was hat sich verändert, um so die Diagnose bei Gehirnerschütterung zu verbessern. Und gerade bei Menschen mit Behinderung muss da noch, glaube ich, vermehrt gearbeitet werden. Und Behinderung meinst du auch so alle möglichen Arten von Behinderung? Ne? Also genau, alle möglichen Arten von Behinderung. Und gerade im Behindertensport gibt es noch keine perfekten Algorithmen, ja, die man verwenden kann. Und deshalb ist das Ziel der Studie, Marker zu finden, die insbesondere dem Behindertensport weiterhelfen würden. Ja, und deswegen bin ich ja auch hier, weil ich das interessant fand, gedacht, okay, wir machen das mal, ich unterstütze das und probiere das auch mal aus. Zeige es euch, denn wenn jetzt jemand von euch sagt, dass die Studie klingt interessant, ich würde gerne daran teilnehmen. Genau, das ist auch hier alles keine Werbung oder so, ich bin ja freiwillig hier. Und das muss ich immer erwähnen, ist immer wichtig. Und wenn ihr Lust habt, eine E-Mail-Adresse magst du mir dann bestimmt geben, wenn jemand Interesse daran hat, oder? Genau, ja. Das heißt, E-Mail-Adresse findet ihr unten in der Beschreibung und vielleicht auch einen Link zum Projekt oder so. Ja. Du gibst mir auf jeden Fall Informationen, ich pack's für euch unten in die Beschreibung, dann könnt ihr euch das in Ruhe durchlesen. Und wenn jemand sagt, hey, ich habe Interesse daran, einfach eine E-Mail schreiben, immer schön reinschreiben, Mr. Blindlife, komme von Mr. Blindlife, was auch immer, damit man den Zusammenhang hat. Und ja, dann danke ich dir erstmal ganz herzlich. Ich dir auch. Ich habe gehört, wir gehen was essen. Genau, wir machen mal das Essen. Ich habe jetzt genug gearbeitet. Genau. Danke. Ciao. Mittlerweile bin ich raus, ich habe gegessen. Es geht für mich jetzt wieder zurück nach Hamburg. Und ich hoffe, ich laufe auf dem Gehweg. Ich habe keine Ahnung. Ich nehme den Weg zurück. Na, warte mal. Schließe jetzt erstmal ab. Erstmal, es war sehr interessant. Es hat sehr viel Spaß gemacht, das Ganze. Ich hoffe natürlich nie, dass ich eine Gehirnerschütterung kriege, sodass ich dann nochmal hin müsste oder dass ich mich halt nicht verletze. Wünsche ich natürlich niemandem. Aber ja, ich zeige euch ja mit diesen Videos auch immer wieder verschiedene Dinge auf. Und wie gesagt, wenn ihr selber Interesse habt, könnt ihr daran teilnehmen. Und warte mal, jetzt muss ich hier irgendwie dran vorbei. Ah, ich gehe einfach durch. Genau. Und wenn ihr selber daran Interesse habt, E-Mail und alles ist unten in der Videobeschreibung. Und jetzt bin ich nämlich in Läden gelandet. Nee, ich will nichts. Ah, okay. ihr kennt doch meine Videos mal relativ durcheinander. Ich bin jetzt auf dem Weg. Ich habe was gegessen. Ich werde auf dem Weg zurück. Zur Orientierung, ich nehme genau dieselbe Strecke zurück, die ich hingegangen bin. Normalerweise würde ich eine andere Strecke wählen, um ein bisschen, ja, andere Dinge euch zu zeigen. Aber auf der anderen Seite, naja, Gewohnheiten. Wenn du dich an eine Strecke gewöhnt hast, dann nimmst du die öfters. Weil ich kann mich jetzt auch nicht verlaufen, weil ich habe nur noch eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit für die Bahn. Und wenn ich mich jetzt hier in Köln verlaufe, dann ist es schlecht. So, gehen wir weiter. Zusätzliche Herausforderung heute ist die Sonne, die wir haben. Es ist sehr sonnig, das heißt 2% Sehkraft minus Sonne ist gleich, ich sehe gar nichts mehr. Also müssen wir mal gucken, was ich mir ab und zu auf mein Navi schauen. Wobei da vorne, hier geht es glaube ich längs, ich weiß aber nicht,
ob ich gestern hier lang gegangen bin. Ich glaube nicht. Oh. Egal, ich gehe mal ein bisschen weiter. Wird schon alles irgendwie klappen. Hauptsache ich kriege mein ICE nachher. Wenn ich den ICE gekriegt habe. Oh, sorry. Wenn ich den ICE gekriegt habe, dann ist alles wieder gut. 4 Stunden nach Hamburg fahren. Aber ich glaube, hier war ich vorhin nicht. Hier riecht es nach Pommes. So viel zum Thema, ich nehme denselben Weg zurück. Irgendwie bin ich jetzt auf Treppen gelandet, weil mein Navi meinte, geh mal die Treppen hoch. Ich habe schon Bahnansagen gehört, ich weiß aber noch nicht, ob ich richtig bin. Ihr kennt ja die Problematik, sind immer die letzten Meter. Weil es ist richtig schönes Wetter hier in Köln. Das sind so langgezogene Stufen. So, jetzt bin ich hier oben. Und jetzt... Keine Ahnung. Muss ich irgendwo rechts die Treppen nochmal hoch? Ich glaube, da kann ich den Menschen auch fragen. Ah, warte mal. Das hier, ist das die Domplatte oder so? Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Ah doch, den Zug höre ich schon. Das heißt, ich bin relativ nah dran. So, ich guck mal auf mein Navi. Warte mal ganz kurz. Geradeaus rechts rum. Okay. Genau, doch diese... Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Aber ich bin auf jeden Fall in der Nähe. Sieht hier auf jeden Fall schon mal ganz nett aus. Ah, ich sehe, glaube ich, Treppen. Oder so. Das sind Treppen. Das müssen Treppen erfahren. Treppen. Ah. Okay, ich habe den Weg gefunden. Sehr schön. Maske abnehmen. In Hamburg angekommen. Hier am Hamburger Flughafen. Oh, ihr kennt das. Ich bin ja nach Hamburg geflogen. Nein, natürlich mit der Bahn gefahren, aber... genau, ich habe das jetzt nicht so sehr gefilmt, weil im letzten Video habe ich euch ja mitgenommen, wo ich überall hingegangen bin, wo ich mich verlaufen habe und so. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Vlog. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Ihr habt einen kleinen Einblick bekommen. Und ja, der nächste Vlog, der spielt schon in der Türkei. Deswegen stehe ich hier schon perfekt am Hamburger Flughafen. Okay, was macht der Typ da hinten? Guck mal über meine Schulter. Hier ist doch kein Laub, was man wegblasen kann. Ich glaube, der ist verrückt. Auf Wiedersehen. Oh Mann.